Ich hatte mal ein Video gemacht und gezeigt, wie man die Fritzbox Kindersicherung umgehen kann. Ich möchte jetzt das Gegenvideo für die Eltern quasi dazu machen, um mal zu zeigen, welche Sicherheitsvorkehrungen man treffen kann, um das Umgehen zu verhindern. Das erste, was man hier beachten sollte, ist, dass der Nachwuchs keine Administratorenrechte auf den Geräten haben sollte, auf denen er sich bewegt. Ich bin jetzt hier mal in Windows 10. Da kann ich das über die Benutzereinstellungen regeln. Hier habe ich mal so ein Beispiel-Account offen. Und es gibt hier die Möglichkeit, den Standardnutzer zu definieren oder Administrator. Das Kind sollte also Standardnutzer sein und nicht Administrator. Also Administrator kann es die MAC-Adresse, also die physische Geräteadresse des Netzwerkgerätes verändern. Und für die Fritzbox sieht es dann so aus, als würde sich ein neues Gerät anmelden. Und damit ist dann in der Regel erstmal die Sperre umgangen. Also das verhindert schon mal das Ändern der MAC-Adresse. Selbst wenn man das nicht macht, kann man es aber auch noch in der Fritzbox ändern. Wir legen jetzt hier alles mal Schritt für Schritt an. Wir legen mal ein Zugangsprofil an und dann machen wir das bombensicher. Man sieht jetzt hier meine Geräteübersicht. Ich bin jetzt hier auf Internet, Filter und Kindersicherung und die haben erstmal alle das Zugangsprofil Standard. Standardmäßig gibt es hier auch noch unbeschränkt und gesperrt. In der Standardkonfiguration der Fritzbox ist das Profil Standard und unbeschränkt quasi identisch. Wir legen jetzt mal ein Zugangsprofil an. Hier empfiehlt es sich, für jedes Kind ein separates Zugangsprofil einzurichten. Warum, das sehen wir auch so ein bisschen im Verlauf des Videos. Ich lege also hier ein neues an, nenne das mal Kevin. Und jetzt haben wir hier verschiedene Einstellungen. Zum Beispiel kann ich einstellen, in welchem Zeitraum Kevin ins Internet darf. Ich kann zum Beispiel sagen nie oder eingeschränkt. Oft macht es hier Sinn, eingeschränkt zu sagen. Ich kann jetzt hier natürlich rummalen, also genau, muss ich hier auf Internetnutzung gesperrt gehen und guck mal, ob ich das hinbekomme, dass ich hier Beispiel 7 Uhr mal auswähle. Genau, kann jetzt hier diesen weißen Rahmen ziehen und abends möchte ich das, sagen wir mal 21 Uhr dürfte hier sein, dass um 21 Uhr Schluss ist. Oder hier, jetzt hat er hier 2045 gewählt. Egal, so genau sind wir da nicht. Das ist jetzt der Zeitraum, in dem er online sein darf, der Kevin. Und ansonsten darf er schlafen. Ich könnte natürlich jetzt noch sagen, hier am Wochenende, da darfst du ein bisschen länger, lieber Kevin. So, zum Beispiel hier. Aber auch nicht früher. Oder vielleicht will ich, dass der Kevin ein bisschen länger schläft am Wochenende. Und du einfach den ganzen Zeitraum so ein bisschen nach hinten versetzen. Zusätzlich gibt es hier oben noch die Möglichkeit, ein Zeitbudget zu setzen. Das heißt, ich kann sagen, du darfst pro Tag, sagen wir, 8 Stunden ins Internet. Dieser Zeitraum hier, der kann länger sein, der kann zum Beispiel 10 Stunden umfassen, aber solange er dann halt die 8 Stunden ausgereizt hat, dann ist Schluss, dann regelt die Fritzbox das ab. Wichtig ist hier auch, wenn man einen Gastzugang hat, muss man hier die Nutzung des Gastzugangs unterbinden. Sonst kann er sich in den Gastzugang einwählen und damit sind alle Sperren umgangen. So, wer jetzt möchte, kann hier noch Internetseiten filtern, kann hier die jugendgefährdenden Internetseiten sperren. Ja, sowas kann man hier alles noch machen. Und deshalb würde ich sagen, pro Person oder eventuell kann man das sogar bis aufs Gerät runterbrechen, was man hier filtern will. Hier kann ich dann sogar noch auswählen, dass er zum Beispiel keine Dateien runterladen darf über irgendein Peer-to-Peer-Netzwerk, zum Beispiel eMule oder BitTorrent. Das lassen wir jetzt erstmal sein. Ich sage jetzt hier einfach mal okay. Also das heißt, ich habe hier den Kevin jetzt in meiner Liste drin und hier steht auch, dass die Online-Zeit begrenzt ist. Zusätzlich zu dieser begrenzten Online-Zeit gibt es hier sogenannte Tickets. Die kann dann der Kevin einlösen, falls er doch mal spontan länger im Internet sein darf, zum Beispiel, weil er noch abends eine Schulrecherche machen will, dann können die Eltern hier solche Tickets aushändigen, also einfach die Nummern, und dann darf er noch ein bisschen länger rumsurfen. Wenn es jetzt der Kevin irgendwie schaffen sollte, sein Gerät so zu konfigurieren, dass es mit einer neuen MAC-Adresse sich anmeldet, weil er zum Beispiel sein Handy geroutet hat, dann gibt es immer noch eine Sicherheitsmaßnahme, die die Fritzbox hier anbietet, weil neue Geräte kommen in das Profil Standard und das ist hier unbegrenzt. Dann kann ich einfach Folgendes machen. Ich gehe hier auf das Standardprofil, wähle hier den Zeitraum nie aus, das heißt, das regelt sofort den Internetzugang ab, falls sich da ein neues Gerät anmeldet. Brauche ich auch sonst nichts filtern, außer natürlich die Nutzung des Gastzuganges zu sperren. Weil jemand, der sich ja hier schon anmeldet auf dem normalen WLAN, der braucht nicht in den Gastzugang in der Regel. Deshalb kann man das hier gleich sperren. Würde man das jetzt hier nicht sperren, könnte er mit dem neuen Gerät auch in den Gastzugang gehen. Gehe ich hier nochmal runter und kann das mit OK bestätigen. Ich bin ja jetzt selber mit dem Gerät, wo ich jetzt hier gerade das demonstriere, auch ein Standardgerät. Das heißt, ich dürfte jetzt eigentlich gar kein Internet mehr haben. Das probieren wir gleich. Und das ist auch so. Ihr Internetzugang ist gesperrt. Jetzt muss ich hergehen und gehe mal hier auf die Kindersicherung zurück.
Jetzt müsste ich alle Geräte hier einmal manuell, ich finde das ein bisschen unschön, aber die Elterngeräte müsste ich jetzt hier alle in unbeschränkt nehmen. Ich gucke mal, ob ich mein Gerät hier finde. Also mein PC ist dieser hier, ES4 Plug, der ist hier zweimal drin, das kann durchaus sein, das ist eine VM. Ich werde die jetzt beide mal auf unbeschränkt stellen und klicke mal auf übernehmen. Und während der hier sich dreht, gehen wir schon mal zurück auf diese Seite und ich versuche mal DuckDuckGo anzusurfen und jetzt geht's. Also das funktioniert zuverlässig bei der Fritzbox, jetzt bin ich wieder im Internet. Das heißt, ich würde jetzt hier allen Geräten sagen, ihr seid unbeschränkt und der Standardprofil ist einfach beschränkt. Meldet sich jetzt ein neues Gerät an, muss ich das Prozedere halt hier machen, ich muss Kindersicherung filtern und gebe dann das Gerät eben frei fürs Internet manuell. Kommt jetzt Kevin auf die Idee und sagt, naja, bin ja ganz schlau und generiere mir eine neue MAC-Adresse über mein geroutetes Android-Telefon zum Beispiel, dann würde der hier in das Standardprofil fallen und man müsste es manuell freigeben. Das heißt, als Eltern merke ich sogar sofort, wenn der schummelt, ich kann mir in der Fritzbox auch einstellen lassen, dass ich nochmal eine Benachrichtigung per Mail bekomme, wenn sich da ein neues Gerät anmeldet. Hier kann ich jetzt auch mal auf Kevin gehen. Und dann gibt es auch so eine schöne Sonderfunktion nochmal, dass der Kevin selber prüfen kann, wie lange er denn auch hat im Internet. Und zwar ist das hier oben so ein bisschen im Kleingedruckten versteckt. Ich kann hier diese URL nehmen, die kann man sich dann zum Beispiel mal speichern in den Lesezeichen auf dem Handy oder sonst wo. Und da kann der Kevin ja quasi sehen, okay, ich bin in diesem Profil hier zugeordnet und so sieht dann mein Internetverhalten aus. Das Einzige, was der Kevin jetzt noch machen kann, falls es einen Gastzugang gibt, er würde sich gar nicht in diesem Netzwerk anmelden mit der neuen MAC-Adresse. Somit würde die Nutzung des Gastzugangs auch nicht gesperrt sein, weil die Fritzbox kennt ja das neue Gerät dann erstmal nicht und weiß nicht, wie die Konfiguration für das Gerät ist. Da wäre dann die Gegenmaßnahme, einfach die E-Mail-Push-Benachrichtigung einzustellen, dass man informiert wird, wenn es neue Nutzer im Gastnetzwerk gibt. Dazu gehe ich hier auf System und Push-Service. Und was man da als erstes machen muss, hier oben klickt man auf Absender. Und hier muss man halt die Zugangsdaten von einer E-Mail-Adresse und den SMTP-Server eintragen. Und ab dann ist man in der Lage, Mails zu verschicken. Und auf Push-Services kann man dann konfigurieren, bei welchem Ereignis eine Mail an welche Adresse geschickt wird. Hier oben kann man zum Beispiel sich täglich über den WLAN-Gastzugang informieren lassen. Und wenn ich jetzt hier runter scrolle, gibt es auch noch Änderungsnotizen. Auch hier sehe ich, wenn sich neue Geräte im Heimnetzwerk anmelden.